zurück am Hannoveraner Hauptbahnhof. Meine Ankunft ist jetzt 6 Tage her. Wir haben jetzt den 27. Mai 2021. Es ist genau 11.23 Uhr. Es geht nach Hause. Natürlich nicht auf direktem Wege. Ich meine, was erwartet man? Mit dem IC 141, das ist nicht der hier, weil der IC 141 hat plus 15. Mit dem geht's nach Berlin. Dann von Berlin mit dem ICE 709 nach Bitterfeld. Da werde ich dann spotten. Ich hoffe, bei besserem Wetter als hier. In Berlin habe ich auch 2 Stunden Aufenthalt. Mal gucken, was ich dann da so mache. Und dann geht es von Bitterfeld nach Nürnberg im ICE 801. Mit dem bin ich ja schon vor 2 Wochen gefahren. Siehe mein letzter Vlog. Ich hoffe, diesmal läuft es besser mit dem 801. Und ich hoffe, die Fahrt läuft gut, weil ich wäre heute gerne pünktlich zu Hause, weil ich bin relativ müde, bin früh aufgestanden. Obwohl ich jetzt gar nicht mal so früh los war. Und ja, dann geht's jetzt los. Angekommen in Berlin. Hier wollte ich eigentlich die Ausfahrt des Zuges filmen, aber so wie es aussieht, steht hier noch ein bisschen, weil der hier endet. Und außerhalb des Daches, unter dem ich gerade noch so stehe, regnet es. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Es regnet auf jeden Fall, das heißt, ich bleibe jetzt hier im Trockenen. War eine sehr schöne Fahrt, war übrigens meine 100. Fahrt im IC1. Und das war eine durchaus schöne Fahrt, also die ist den Titel auf jeden Fall wert. Mit 101.023. Ja, jetzt warte ich hier noch auf Corbinian, Zug fährt die 11 auf Instant, den werde ich hier noch treffen später, der kommt gleich und dann in etwa 2 Stunden geht es dann weiter mit dem ICE 709 und ja, mal gucken, wie ich jetzt die Zeit hier totschlage.
kurze Zwischenmeldung. Ich wollte hier ja eigentlich spotten, in Bitterfeld. Man sieht es hier links auf dem Bahnhofsschild. Aber der ICE 801, mit dem ich hier in 2 Stunden abhauen wollte, hat jetzt aktuell plus 40, soll hier in Bitterfeld plus 30 haben und in Nürnberg plus 15. Schönen Tag, meine sehr geehrten. Und an sich wäre das jetzt kein Problem in Nürnberg plus 15, dann müsste ich halt dann noch ewig auf den RE nach Rot warten. Aber ich habe jetzt gehört, dass der eine LZB-Störung hat, was zwischen Hamburg und Berlin sowie Berlin und Halle ein Problem ist, weil da wird ja mit LZB 200 gefahren. Und ja, wer sich an meinen Vlog von vor 2 Wochen erinnert, je nachdem wann der hier jetzt erscheint, wie man unschwer erkennen kann, bin ich zurück in Rot. Da hinten fährt mein Twindex weg. Viel gibt es nicht zu sagen, es war eine sehr schöne Fahrt. Es war auch eine gute Entscheidung, das in Bitterfeld ausfallen zu lassen. Der ICE 801 erreicht so in 15 Minuten mit plus 70 Bitterfeld. Also dann wäre ich frühestens um 22.30 Uhr zu Hause. Eine sehr gute Idee, durchgefahren zu sein. Wir haben jetzt 19.30 Uhr. Das war's jetzt für heute und auch so für die nächsten 3 Wochen lasse ich es eher langsam angehen. Mal gucken, was da so demnächst kommt. Also an Fahrten werde ich großartig nichts machen, so ein paar kleinere Sachen. Mal gucken, wie sich das Vlog technisch entwickelt. Allerdings habe ich jetzt noch die letzten 3 Wochen Abitur-Endspurt und das werde ich auf jeden Fall hoffentlich packen. Und dann ist zu Ende, dann habe ich den ganzen Sommer frei. Darauf freue ich mich, aber jetzt ab nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, dann kommt ein Güterzug. Und dann bis zum nächsten Video.